Viele Entscheidungen gestern, sprechen wir drüber mit Professor Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, also dem Chef der deutschen Intensivmediziner. Schönen guten Tag, Herr Marx. Grüße Sie. Herr Marx, sind Sie zufrieden mit den Beschlüssen von gestern? Ja und nein. Es ist gut, dass sich die Politik geeinigt hat und es sind sehr viele Maßnahmen jetzt vorgeschlagen oder im Bundestag beschlossen worden, die sicherlich sehr gut sind. Wir als Intensivmediziner sehen allerdings, dass wir nach wie vor eine epidemische Lage von nationaler Tragweite haben. Die Situation ist wirklich in einigen Regionen geradezu dramatisch. Jetzt schon bei anderen Regionen angespannt. Und wir haben einfach eine solche Lage und von daher verstehen wir auch nicht, warum man sich Instrumente jetzt verbietet, die sich in der Vergangenheit als sehr wirkungsvoll erwiesen haben. Aber Herr Marx, sind ja fast alle Instrumente weiterhin im Baukasten vorhanden, außer der maximale Lockdown, also die Schließung zum Beispiel von Betrieben oder von Schulen. Fordern Sie das weiterhin als Möglichkeit? Ich denke, dass wir das im Kasten haben sollten. Das wäre so ähnlich, als hätten wir ein besonders wirkungsvolles Medikament mit schweren Nebenwirkungen, was man nur zur Not einsetzen soll. Aber wenn es dann notwendig ist, hätte ich es auch gerne. Und so ähnlich sehe ich das auch mit den Maßnahmen, die jetzt uns nicht mehr zur Verfügung stehen. Herr Marx, nur dass ich Sie richtig verstehe. Das heißt, Sie würden auch im Jahre 2021, auch obwohl 2/3 der Deutschen geimpft sind, dafür plädieren, dass diese Möglichkeit, wieder Schulen zu schließen, Kitas zu schließen, möglicherweise Betriebe komplett ins Homeoffice zu schicken, da wo es möglich ist, dass auch das eine Möglichkeit verbleibt? Was ich sehe, ist es im Moment, dass wir zum Beispiel in Bayern unter 9% freie Intensivbetten haben, dass wir ein unkontrolliertes Infektionsgeschehen im Moment haben mit 50, gestern 60.000 Neuinfektionen. Von denen sind 0,8 bis 1% in 10, 12 Tagen auf unseren Intensivstationen, wo die Situation in fast allen Bundesländern schon so um die 10, 12% freie Betten nur noch ist. Und ich glaube, wir dürfen im Moment nichts ausschließen. Man darf nichts ausschließen. Das heißt, Sie schließen auch nicht aus, dass Schulschließungen noch mal kommen könnten. Wie gesagt, wir haben eine Situation, die ist nicht kontrolliert. Und wir müssen die Pandemie bewältigen. Wir müssen diese vierte Welle brechen. Und im Moment sind wir in einem exponentiellen Wachstum. Gut, also Sie haben die Inzidenzen angesprochen. Jetzt sagen viele Experten, die Inzidenzen seien ja auch in dieser Zeit nicht mehr die allentscheidende Zahl, weil eben auch 2/3 in Deutschland geimpft sind. Gestern hat die Politik ja nun die Hospitalisierungsrate noch dazu geholt. Also wie viele Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Ist das aus Ihrer Sicht die richtige Kennzahl jetzt für die Bewertung der Pandemieschwere? Diese Zahl haben wir ja schon seit einer ganzen Weile und das ist eine richtige Kennzahl. Ich glaube auch, dass die Verknüpfung mit den Maßnahmen eine richtige Entscheidung ist. Allerdings ist das eben nicht nur. Wir haben eben auch die Belegung der Intensivbetten und das war und ist auch eine sehr wichtige Zahl, weil das eben eine sehr knappe Ressource ist und sie ist noch knapper im Moment als vor einem Jahr. Wir haben aufgrund des Pflegemangels eben 4.000 Intensivbetten im Moment weniger zur Verfügung als vor einem Jahr. Nur noch mal zur Info, die Zahl hatte ich mir nämlich vorher auch rausgesucht. Wir haben in Deutschland etwa 22.000 Intensivbetten. Davon sind 3.412, Stand gestern, von Covid-Patienten belegt. Und es sind noch 2.400 frei. Klingt eigentlich nach wenig Covid-Patienten. Aber Sie sagen trotzdem, das ist eine hohe Zahl. Nun, wir haben in Bayern, Sachsen und Thüringen schon bereits 1/3 aller Intensivpatienten sind Covid-19-Patienten. Und das Infektionsgeschehen nimmt ja auch an anderen Orten deutlich zu. Und wir sehen eben eine Lage, die wir im Moment nicht im Griff haben, wo wir eben einen exponentiellen Anstieg der Zahlen sehen. Und wir sehen auch in anderen Regionen, zum Beispiel hier in Aachen oder der Städteregion Aachen, relativ wenig Intensivbetten frei, obwohl wir noch gar nicht so viele Covid-19-Patienten haben. Es ist eben Herbst und Winter. Wir haben auch sehr viele andere schwerkranke Patienten. Und insgesamt ist die Lage schon so, dass wir eben eigentlich nur noch diese 1, 2 Betten Notfall
Kapazität frei haben. Und das ist insgesamt schon eine sehr enge Lage. Mhm. Nochmal zur Hospitalisierungsrate. Wir sind da bei einer Hospitalisierungsrate deutschlandweit derzeit bei 5,3. Gerade mal also bei einem Drittel im Vergleich zu dem Wert, wo wir Ende 2020 zum Höhepunkt der Pandemie waren. Da lag er bei 15,75. Wo ist jetzt gerade die Dramatik, von der Sie, von der Angela Merkel gestern und von der Lothar Wieler vorgestern, der Chef des Robert-Koch-Instituts, gesprochen haben? Nun erinnern Sie sich, vor einem Jahr, da hatten wir etwa genau dieselben, exakt dieselben Zahlen. Wir hatten einen Lockdown-Light und die Zahlen sind exponentiell weiter angestiegen und es mussten dann eben dann 4 Wochen später entsprechend härtere Maßnahmen durchgeführt werden. Wir wissen ja, was exponentielles Wachstum bedeutet. Das verdoppelt sich eben jeden Tag und genau das sehen wir gerade. Und von daher ist es nicht schwer auszurechnen, wo wir in den nächsten Wochen hinkommen werden, wenn es uns nicht gelingt, das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu bringen. Letzte Frage, Herr Professor Marx. Ulrich Weigelt, der Chef des Deutschen Hausärzteverbandes, der warnt vor Panikmache durch Katastrophenszenarien. Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, Andreas Gassen, sagt, die Situation sei schwierig, aber für Panik bestehe kein Anlass. Es bestehe derzeit nicht die Gefahr, ich zitiere das, dass die Kliniken in ihrer Gesamtheit an ihre Leistungsgrenze stoßen. Haben Ihre beiden Kollegen keine Ahnung? Natürlich, die haben sehr viel Ahnung. Und es ist auch völlig richtig. Es ist kein Grund zur Panikmache. Aber wir müssen uns klar machen, wenn dieses Infektionsgeschehen so weitergeht, das heißt, dass wir dann wie in der Charité die planbaren Operationen in vielen Kliniken absagen müssen, dass wir insgesamt auf einen Notfallmodus umschalten und dann, dass das sehr hohe Niveau unserer allgemeinen Gesundheitsversorgung dann nicht in der gewohnten Weise zur Verfügung stehen, weil wir auch ganz viel Personal dann aus anderen Bereichen in die Intensivmedizin transferieren müssen, um eben mehr Betten aufzumachen. Und das wollen wir möglichst nicht. Professor Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin und selbst auch Direktor der Uniklinik der RWTH Aachen. Vielen Dank Ihnen, Herr Marx. Danke Ihnen.